Willkommen zu einem neuen Video vom Wassenberger Tauchkeller. Heute wollen wir uns über Webnotes unterhalten. Nicht die Zeitschrift, nein, sondern über die Webnotes, die viele von uns dabei haben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Webnotes. Wenn wir die meisten Taucher fragen, wofür hast du die Webnotes dabei, kommt meist die Antwort: Ja, wenn ich meinem Tauchpartner mal etwas Komplexes mitteilen möchte. Grundsätzlich korrekt. Aber dann hört es bei den meisten auch schon auf. Ja, zu der Frage Webnotes interviewen wir natürlich mal Taucher live. Hier haben wir Markus. Hallo, Markus. Grüßt euch, hi. Was hast du in deinen Webnotes oder was machst du mit deinen Webnotes? Ja, damit gebe ich unter Wasser Informationen an meinen Tauchbuddy weiter. Oder schreibe mir auch selber Infos auf, die ich vielleicht unter Wasser brauche. Seht ihr? Das ist das, was ich meine. Wir fragen noch jemanden. Hallo Claudia. Du hast doch Webnotes, oder? Ja. Was machst du mit deinen Webnotes? Mitführen. Mitführen? Was noch? Wofür hast du die? Wenn ich nicht weiß, was mein Buddy von mir möchte. Zur Kommunikation. Zur Kommunikation. Seht ihr? Genau das meine ich. Bei den Webnotes ist das so ähnlich, wie das mit dem Spool gewesen ist. Man kann sie natürlich von der Stange kaufen und diese dann auch so nutzen. Aber ich denke, bei den meisten Webnotes, die man kauft, muss man noch das eine oder andere hinzufügen oder etwas abändern, damit man diese vernünftig verwenden kann. Was ich so persönlich in meine Webnotes drin habe, würde ich euch heute ganz gerne mal mitteilen. Meine Webnotes. Zum einen bin ich als erstes hingegangen, um meine Webnotes verlustsicher zu transportieren, habe ich einen Bullsnap dran gemacht, so dass ich diese im Bungee in meiner Trocki-Tasche verstauen kann und damit schon mal nicht verlieren kann. Schauen wir uns eine andere Webnotes an. Natürlich könnte man hier auch mit einem Double Ender arbeiten. Ich persönlich bin da nicht so der Freund von, weil es könnte sein, dass ich die hier versehentlich auslöse, wenn ich in der Tasche etwas mache und dadurch schlussendlich meine Webnotes verliere. Also ich denke, ich würde hier hingehen, den Kunststoff D-Ring abschneiden und hier vernünftig einen Bullsnap befestigen. Ja, aber bitte muss jeder machen, wo er die besten Erfahrungen mitgemacht hat. Die Webnotes sollte natürlich auch gegen unbeabsichtigtes Aufschlagen gesichert sein. Geht am besten durch ein Bungee. Wenn ich mir hier diese neue Webnotes anschaue, da ist zwar ein Bungee drum, leider ist es doch relativ, ja, wie soll ich sagen, locker verbaut. Dem kann man natürlich Abhilfe schaffen, indem man sich hier einen Knoten reinmachen würde. Dadurch wäre es deutlich strammer, weil jeder kann sich vorstellen, wenn ich die so versuche, in meine Trocki-Tasche reinzupacken oder Beintasche reinzupacken, wird man hier drin sehr viel sich einfangen und die Blätter würden zerknaulen und das würde nicht so dolle aussehen nachher, ja, oder unter Umständen sogar kaputt gehen, dass die Blätter rausreißen und so weiter und so fort. Also achtet da bitte drauf, dass ihr ein Bungee drum habt, was ziemlich stramm ist, sodass ein Aufschlagen vermieden wird. So wie wir das hier drum haben, das ist wirklich sehr fest. Unter Wasser stört es aber keinsterweise, um die Webnotes aufzumachen, kann man es ganz einfach lösen. Das funktioniert auch unter Wasser einwandfrei. Zeige ich euch gerne.
Wenn wir jetzt hingehen und eine neue Red Notes aufschlagen, haben wir meist einen Stift verbaut, der nicht immer an einem Bungee befestigt ist. Also das hier ist eigentlich schon ganz vernünftig. Wobei bei den Bleistiften oder bei den Stiften solltet ihr darauf achten, dass es ein Stift ist, der unter Wasser fett schreibt. Weil es gibt da tatsächlich Stifte hier, der ist ganz in Ordnung, den kann man auch gebrauchen, aber es gibt leider auch Stifte, die schreiben so dünn wie ein normaler Bleistift hier an Land und das kann man unter Wasser kaum lesen. Also probiert das mal aus, schreibt da mal was rein, wenn ihr euch Wet Notes zugelegt habt, um zu überprüfen, ob man den Stift unter Wasser überhaupt sehen kann. Wenn wir uns meine Red Notes betrachten, ich habe da wirklich eine Art Kohlestift drin und der schreibt richtig mega fett. Hat auch den großen Vorteil, selbst wenn er mal an der Spitze abbrechen sollte, kann ich mit der Kante immer noch schreiben und von daher ist das unter Wasser super gut lesbar. Bei mir war damals nicht der Luxus gegeben, dass das einem Bungee fest war. Da war einfach der Stift nur so reingesteckt. Von daher habe ich mir da selber was gemacht und den Stift somit fixiert. Das heißt, ich muss ja mal davon ausgehen, dass ich ihn versehentlich mit den Handschuhen nicht richtig gegriffen bekomme, er mir aus den Händen rutscht und wäre dann wahrscheinlich für alle Zeiten verloren. Ja, von daher, also achtet darauf, dass ihr euch den Stift auf jeden Fall an der Red Notes fixiert. Ja, ansonsten sehen wir in den Red Notes viele leere Blätter. Klar, was sollte da auch drin stehen? Für mein Dafürhalten sollte da, auch wenn man die Red Notes noch nicht gebraucht hat, doch das eine oder andere drin stehen. Schauen wir uns mal an, was bei mir so drin steht. Auf der ersten Seite habe ich meinen Namen, meine Adresse eingetragen, so dass, sollte die Red Notes mit Taucher mal gefunden werden, weiß man eigentlich sofort, wer der Taucher war. Kann man jetzt drüber denken, wie man möchte, aber so erleichtert man vielleicht die Identifizierung des Tauchers. Ja, hoffen, dass wir es nie brauchen, aber gut. Was habe ich mir noch in meinen Red Notes reingepackt? Kabelbinder zum Beispiel. Kabelbinder sind unter Wasser wie Tesafilm an Land. Damit kann man schnell irgendwas fixieren. Auch wieder lösen zur Not mit einem Messer, Cutter oder mit der Schere. So von daher kann ich damit auch unter Wasser schnell mal irgendwas reparieren oder irgendwas vor Verlust halt schützen. Finde ich eine super Lösung. Man kann sie sehr gut meist in einem freien Fach, wo ein Stift oder was auch immer unterzubringen ist, hineinstecken und hat sie so eigentlich immer dabei. Wobei man hier darauf achten sollte, dass man den Verschluss zuerst reintut. Dadurch entsteht ein gewisser Widerstand, so dass man die nicht so leicht verlieren kann. Was haben wir noch drin? Runtimes. In dem Falle in 5 Meter Schritten. Von 40 Meter angefangen bis schlussendlich 70 Meter. Natürlich alles mit entsprechenden Gasen und einer Grundzeit, die auch realistisch ist. Warum habe ich die da drin? Aus dem einfachen Grunde, die meisten Tauchgänge davon habe ich schon durchgeführt. Ich weiß, dass sie funktionieren, was die Dekompression angeht. Und so habe ich da halt
immer so eine Ultima Ratio dabei. Das heißt, wenn alles mal alle Stricke reißen, ich meine Runtimes verlieren sollte, die man sonst am Arm hat, habe ich immer noch eine Option. Okay, meine Wet Notes, da habe ich was drin, da kann ich mich dran orientieren, das funktioniert. An alle von euch, die auch in der Ausbildung tätig sind, ich habe hier mal so die Unterwasserzeichen hinterlegt, die ich den OWD-Schülern ganz gerne abfrage. Und man kann das einfach zuhalten und dementsprechend immer weiter runtergehen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen trainiere ich für mich, die Wet Notes rauszuholen und zu verstauen. Zum zweiten habe ich die Fragen oder die Unterwasserzeichen, die gängigsten, immer dabei, sodass ich eigentlich zu jeder Zeit meinen OWD-Schüler abfragen kann, einmal, wie waren die Wasserzeichen nochmal, bis die schlussendlich perfekt sitzen. Da ich es nicht so mit auswendig lernen habe, habe ich mir auch mal die Deko on the fly in den Wet Notes abgelegt. Das heißt, in dem Fall hier haben wir 33 bis 45 Meter. Und wenn wir das mal umschlagen, haben wir die Deko on the fly bis 60 Meter. Das Blatt habe ich mir auch durch so ein Gaffertape, wie heißt es, Gewebeband kenntlich gemacht, so dass selbst wenn die Wet Notes zugeschlagen ist, ich die Option habe, ziemlich schnell Zugriff darauf zu haben. So kann man auch beim normalen Tauchgang einfach mal, okay, würde das jetzt funktionieren, Wet Notes rausholen, die Sache aufschlagen, das überschlägig mal durchrechnen und dann mit seiner Runtime abgleichen oder mit dem Computer abgleichen und dadurch gewisse ja, Parallelen ziehen können oder Rückschlüsse ziehen, ja, das passt oder das passt nicht. Natürlich kann man auf den normalen Seiten komplexe Sachen seinem Tauchbuddy mitteilen oder unter Umständen Fragen stellen. Bei mir war es mal so, wir sind in Hemmer unterwegs gewesen, waren an der Mausan und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Auf jeden Fall bin ich anscheinend falsch von der Mausan weggetaucht und irgendwann waren wir in einem Bereich, ich habe keine Ahnung mehr gehabt, wo wir waren und habe dann meinen Buddy in den Red Notes geschrieben, weißt du, wo wir sind? Und er hat dann ganz geschickt den See kurz skizziert und dann ein Kreuzchen gemacht, wo wir waren. Und ja, wenig später habe ich dann ebenfalls einen markanten Punkt wieder gefunden, wo ich dann sagte, jo, alles klar, jetzt weiß ich, wo wir sind. Und von daher, ja, ist eine super Sache, um relativ schnell komplexe Sachen mitteilen zu können. Das setzt aber voraus, dass ich meine Wet Notes einwandfrei in meine Beintasche verstauen kann und sie auch hoch rausholen kann. Und natürlich etwas in die Wet Notes schreiben, ohne dass ich nach oben plöppe oder in die Tiefe versinke. Das kann man natürlich nur durch Üben, Üben, Üben erreichen. Und ja, da kann ich halt nur jeden ans Herz legen, übt das, denn wenn ihr ja die Wet Notes braucht und dann anfangt mit, ach, wie kriege ich die raus und wie muss ich die aufschlagen und was wollte ich jetzt meinem Buddy noch mitteilen, dann wird das mit Sicherheit nicht so von Erfolg gekrönt sein. Darum kann ich euch das nur ans Herz legen, beschäftigt euch damit, schreibt da mal was rein und wenn es der größte Quatsch ist, vielleicht einfach auch so eine Partnerübung machen, dass man da einfach mal reinschreibt, wie heißt du und die Red Notes an den Buddy übergibt, sodass er halt seinen vollen Namen eintragen muss. Das sind kleine Übungen, die aber einen riesen Effekt bringen,
Da ich dann mit der Red Notes schon mal gearbeitet habe und die Wasserlage halten kann, nicht nach oben, nicht nach unten gehe und ja, von daher da eine gewisse Routine entwickle. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Tipp, was die Red Notes angeht, mitnehmen, vielleicht sogar zukunftsorientiert umsetzen. Was bleibt mir im Allgemeinen noch zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns am See oder eben im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Rolf.